Alfred, ich werde die seismische Aktivität auf Niagani Island untersuchen. Ich fürchte, es sind keine guten Nachrichten, Sir. Wie alles heute Nacht. Ach, das wird schon. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Knight, wo wir uns jetzt endlich wieder der Hauptstory und dem finsteren Plan von Scarecrow und dem Knight zuwenden. Und als allererstes rufe ich mal das Batmobil, weil wir das, soweit ich das mitgekriegt habe, für diese Quest jetzt sowieso brauchen. Bums. Das Schöne ist, wir brauchen auch nicht mehr nach Informanten suchen oder sowas, weil es ist eigentlich alles auf der Karte aufgedeckt, was es da aufzudecken gibt. Da fehlt ja auch nicht mehr viel. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es hier weitergeht. Jetzt geht's rund. Alfred, ich habe die Quelle der seismischen Aktivitäten entdeckt. Die Abstände scheinen kleiner zu werden. Ich weiß, was es ist. Und es ist nicht gut. Wir haben bei den Mutanten erst 3 Drohnen verloren. Sie konnte es nicht lassen. Schickt Diamondbacks und schon Rattler. Macht sie kalt! Du hast gerade deine Position verraten. Zeit, dass Scarecrow dafür zahlt, was er mir angetan hat. Ich hoffe, du bist bereit. Er wird alles gegen uns einsetzen, was er hat. Oh nein. Ich zerstöre seine Spielzeuge. Okay. 24 Feinde. Dann räumen wir doch mal ein bisschen auf hier. Zack. Zack. Diese kleinen Maschinen. So, jetzt wird erstmal gehackt da hinten. So, vor allem der Diamondback ist natürlich nützlich. Ich habe schon wesentlich härtere Kämpfe gewonnen. Da wollte er meine Bewegung antizipieren, aber ich habe einfach angehalten. Haha. Noch welche? Da hinten. Wurde zerstört. Das geht hier vor die Hunde, Sir. Sir, hören Sie mich. Ja, verstanden. Ist unter Kontrolle. Rattler zerstört. Wie ist unter Kontrolle? Das sehe ich ganz ein bisschen anders. Du hast noch genau 2 Einheiten. Hattest. Hat sich damit auch erledigt und wir haben ein Level-Up. Zerstört. Solange Batman Ivy beschützt, kriegen wir sie nicht. Ich habe Cobra-Panzer losgeschickt. Tötet ihn oder vertreibt ihn von der Insel. Ich habe seine Position ermittelt, Sir. Er ist umzingelt. Cobra ist nicht gut. Pass auf, Batman. Sie schicken was Größeres, um uns aufzuhalten. Werden Sie nicht. Ich kann dir nicht weiterhelfen, Batman. Ich bin noch nicht stark genug. Wie viel Zeit brauchst du denn noch, Ivy? Cobra ist nicht gut. Wie ich eben schon sagte. Kommt der von oben? Boah, da ist auf jeden Fall einer. Sir, ich kann das Primärziel nicht finden. Er ist weg. Ich brauche das Batmobil, um gegen den Panzer vorzugehen. Ah, ich darf nicht raus. Ich hatte mich einen kleinen Trick erfahren. Was den Umgang mit Cobra-Panzern angeht. Und zwar, wenn man jetzt nicht gerade ans Batmobil gefesselt ist, kann man wohl mit dem Disruptor die Waffensysteme der Cobra-Panzer sabotieren. Und wenn die einen dann entdecken und schießen wollen, geht das Ganze nach hinten los und die explodieren. Cobra verloren. Ich schicke Unterstützung aus der Nähe hin. Es sind noch 4 aktiv. Ich muss Ivy vor den Milizsoldaten retten.
So, noch 4 Kobras. Anscheinend alle unter uns. Halt, da habe ich eben einen Kobra-Scan geworfen. Ach du Shit. So, hier, jetzt können wir uns den hier holen. Der ist ungedeckt. Ich kann ihn nicht finden. Orbital-Scan, Sergeant. Er ist da draußen. Scheiße. Ups. Uah. In meiner Stadt geht es kein Verschwinden. Jetzt habe ich ein Problem. Au. Was ist denn hier unten los? Ist hier noch ein Kobra unterwegs? Ne, der ist über... der ist nicht über uns. Scheiße, ey. Aber das ist echt Mist gelaufen. Das hätte nicht passieren dürfen. Die Verbindung mit Drohne verloren, Sir. Schickt sofort Verstärkung. So, da waren es noch 3. Sir, wir haben noch 3 Cobras im Einsatz. Einer kommt den Tunnel entlang. Der andere kommt anscheinend von hier vorne. Ja. Okay, ich bin am Arsch. Ziel gesichtet. Ja. Da habe ich zu lange gezögert und die hat mich dann umzingelt. Sowas darf natürlich nicht passieren. Du bist erledigt. Und Gotham ist es auch. Maul. Das gibt's auf selbiges. Okay, das versuchen wir nochmal. Vorzugsweise ohne, dass die bösen Jungs auf uns schießen. Habe ich schon gesagt, dass ich Kobras hasse? Wo war der Checkpoint? Bei den Kobras oder muss ich die erste Welle auch nochmal bekämpfen? Das wäre nämlich bitter. Die Ladezeiten nerven mich sowieso, bin ich ganz ehrlich. Pass auf, Batman. Sie schicken was Größeres, um uns aufzuhalten. Werden Sie nicht. Ich kann dir nicht weiterhelfen, Batman. Ich bin noch nicht stark genug. Ich wollte gerade sagen, wieso denn 3? Ich sollte mal mehr ausnutzen, dass meine Schüsse die Kobras anlocken. Sir, ich kann das Primärziel nicht finden. Er ist weg. Verteilt euch, findet ihn. Damit kann ich sie an bestimmte Positionen locken. So zum Beispiel. Oder weiß der jetzt genau, dass ich hier um die Ecke bin? Drohne konnte kein Ziel ausmachen. Weiter mit der Patrouille, Commander. Sir. Gott, ich bin gerade so ein bisschen nervös. Die Frage ist nur, der eine, der sich jetzt aktiviert hat, weiß der, wo wir sind? Oder ist der einfach nur alarmiert? Da kommt auf jeden Fall ein Kobra. Dem sollte ich vielleicht besser ausweichen. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Die sind alle so dicht beieinander. Lock mal einen hierher. Und umsehen, Sergeant. Jetzt. Ja, Sir. Wir sind wieder 2 zusammen. Na, vielleicht haben wir schon bei dem hier. Der scheint alleine zu sein. Der andere ist auf einer anderen Ebene. Unterstützung.
Drei Cobras im Einsatz. So, wieder abgetaucht. Frage ist, wie kriegen wir jetzt die anderen drei am effektivsten? Geht mal da hinten gucken, Jungs. Tut mir den Gefallen. Wir haben ihn verloren, Sir. Nichts hier. Unser Moment wird kommen. Wir werden seine Leiche durch die Straßen schleifen. So, der fährt da oben lang. Können wir das nutzen? Können wir uns jetzt an den hier anschleichen? Scheint ja fast so. Wir haben eine Kobra verloren. Behalte Suchmuster bei. Ha, die haben es nicht mal gemerkt, die anderen beiden. Batman, deine Zeit ist abgelaufen. Aber ich darf aus der Gefahrenzone nicht raus, ne? Sonst kriegt Poison Ivy Probleme. Das heißt, ich muss wieder näher ran. Ich kann ihn nicht stoppen. Müssen Sie auch nicht. Was ist da gerade passiert? Wie ist diese Kobra gestorben? Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. So, das Problem ist, der weiß ganz genau, dass wir kommen. Der sucht nach uns. Der ist knallrot auf dem Radar. Da sollte ich jetzt besser nicht hin. Aber andererseits, wie soll ich ihn denn ausschalten, wenn nicht so? Ich muss da hin. Ich muss den Jäger zum Gejagten machen. Sonst wird das hier nichts. Aber... wo ist der Troch? Drohne konnte kein Ziel ausmachen. Weiter mit der Patrouille, Kommandant. Unter mir. Komme ich denn da jetzt hin? Am gescheitesten. Er ist direkt unter uns. Initiiere Orbitalscan. Siehst du das, Batman? Es gibt kein Versteck. Orbitalscan? Orbitalscan ist nicht gut. Heißt Orbitalscan, dass er gleich automatisch weiß, wo wir sind? Ist das das, womit wir uns das letzte Mal gekriegt haben? So, jetzt haben wir ihn. Und tschüss, Mann! Er hat die Cobras ausgeschaltet, Sir. Glaub nicht, dass du gewonnen hast, Batman. Du wirst verlieren, und zwar alles. Ich sollte Ivy zurück zum GCPD bringen, bevor der Arkham Knight einen weiteren Angriff startet. Es ist hier zu gefährlich für sie. Ich hatte einen Stufenanstieg, da muss ich mir erstmal angucken. Ein Punkt, was soll ich denn mit einem Punkt? So, Ivy zum GCPD bringen. Der Arkham Knight ist mutig. Muss er auch sein, wenn er sich an die Fledermaus herantraut, nachdem der den Joker abgemurkst hat. Ich hoffe mal, dass ich hier nicht mit dem Auto hoch muss. Sondern, dass wir so mit ihr reden können. Aber ich befürchte auch, es wird nicht ganz so glatt laufen, wie Batman sich das gerade wünscht. Du bist hier nicht sicher. Der Knight weiß, wo du bist. Du kommst mit mir. Das kann ich nicht. Sie schaffen es nicht allein, brauchen mich. Sir, vielleicht werfen Sie besser einen Blick auf die Partition Bridge. Der Batwing hat den Cloudburst entdeckt. Oh oh. Scans zeigen, dass er bemannt ist und enorm viel Energie abgibt.
Der Cloudburst. Was? Oh oh. Ivy, runter! Das sieht gar nicht gut aus. Es ist schlimmer, als ich dachte. Meine Pflanzen sterben. Der Cloudburst verstärkt die Wirkung des Toxins. Du musst dieses Gerät zerstören. Sonst können meine Pflanzen Gotham nicht schützen. Du stirbst, wenn du hier bleibst. Wir sterben beide, außer du stoppst ihn. Du Schande. Sir, eine sich so schnell verteilende Chemikalie kenne ich nicht. Ich weiß, Alfred. Es ist übel. Und das Kraftfeld des Cloudburst hat den Energiekern des Batmobils zerstört. Was nun? Ich schnappe mir Stack. Er hat den Cloudburst entwickelt. Dann wird er ihn auch zerstören können. Sehr gekonnt, Master Bruce. Hoffentlich finden Sie ihn. Bitte seien Sie aber mit dem Gas vorsichtig, Sir. Neues Hauptziel. Zerstöre den Cloudburst-Panzer des Arkham Knight. Verhöre Simon Stagg, um ein Mittel gegen den Cloudburst-Panzer zu finden. Und wahrscheinlich können wir zurzeit keinerlei Nebenquests durchführen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Nicht, dass es wichtig wäre, da wir ja das meiste sowieso abgeschlossen haben. Wir sind jetzt erstmal auf die Hauptquest eingeschworen. Was passiert, wenn ich da jetzt runterspringe? Ah, okay. Nichts passiert. Trotzdem, wir verschaffen uns mal einen kleinen Boost. Das Zeug haut echt rein. Mehr, mehr. Und dann geht's da hinten in Richtung Luftschiffe. Also zu Simon Stagg. Ja, die Frage ist, wenn wir die Straßen Gothams nicht mehr betreten können, wegen dem Gas und unser Batmobil nicht mehr funktionsfähig ist, wegen dem Kraftfeld, wie genau sollen wir denn dann so etwas wie den Cloudburst-Panzer bekämpfen? Founders Island, Telemetrie blockiert. Was? Ist das jetzt die Scarecrow-Albtraum-Sequenz, auf die ich schon das ganze Spiel warte? Hast du sie gesehen, Batman? Deine vergiftete, verwahrloste Stadt. Ihre Bewohner gehen sich an die Tiefe. Gehen ziemlich weit runter. Als nächstes wird die Welt sehen, was mit dem Mann passiert, der mich aufhält. Und dann wird die Welt wissen, was Angst ist. Das war knapp eben. Heute Nacht kämpfst du nicht für Gotham. Du kämpfst für all die verzweifelten Narren, die glauben, dass ein Held herbeieilt und sie rettet, wenn ihre schlimmsten Ängste wahr werden. Und du wirst verlieren. Das sehen wir ja noch. Was ist denn da los? Brauchen Sie keine Masken? Hast du im Briefing nicht aufgepasst? Masken verzögern die Wirkung höchstens 10 Sekunden oder so. Außerdem ist es viel stärker als das andere Zeug. Wie kommt's? Cloudburst, Mann.
Das macht alles noch giftiger oder so. Ja, gut, dass wir hier oben sind, Wes. Zurzeit ist das der beste Ort in der Stadt. Ja, aus irgendeinem Grund bin ich bei meinem Versuch, die Riddler-Trophäen zu sammeln, in diese Zeppeline nicht reingekommen. Aber mit etwas Glück wird sich das jetzt ändern. Also wir müssen ja auf jeden Fall in diesen Zeppelin da rein. Wenn wir Glück haben, stehen uns die danach auch für die Riddler-Trophäen zur Verfügung. Jetzt aber gibt's erstmal volles Brett aufs Maul. Also sind ja nicht mehr viele Gegner übrig geblieben, ne? Die man noch verprügeln müsste. So, der hier zum Beispiel. Nur der lässt sich leider nicht so einfach umkloppen. Obwohl, wenn er alleine ist, hat auch so einer keine Chance mehr. Was machst du da? Sieh dir den an. Hat sich Knochen gebrochen, die er nicht mal kannte. Du hast gerade die Macht des neuen dynamischen Duos erfahren. Mr. J. Ist gut. Komm, lass bleiben. Ach ja, ich bin am Überlegen, ob wir, wenn wir jetzt hier auf den in den Luftschiffen sind, dann gleich mal nach den Riddler-Geschichten suchen oder ob wir hoffen, dass wir da nochmal extra für kommen können. Also wir müssten ja eigentlich extra für kommen können, weil sonst hätte man ja keine Chance, das Spiel abzuschließen. Stack hat die Sicherheitsstufe erhöht, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Er hat wohl mit mir gerechnet. Durch diese Tür komme ich nur mit seinem Stimmenmuster. Dann sollten wir vielleicht unser Gerät anpassen. Batman kann uns aufhalten. Oh, jetzt muss ich wieder dieses Minispielchen machen. Ich hab so viel Geld. Nicht mal Batman kann uns aufhalten. Ich hab so viel Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. Ich hab so viel Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. Ich hab so viel Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. Ich denke, das probieren wir mal, oder? Das klingt ganz gut. Gekonnt ist eben gekonnt. Kalibrierung abgeschlossen. Auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, wie wir das gemacht haben. Simon Stagg, öffnen. So. Herzlich willkommen zurück bei Stagg Enterprises. Stagg ist irgendwie entkommen. Die Miliz wird ihn nicht verschonen, wenn sie ihn findet. Oh nein. Ich muss mich erst um sie kümmern, bevor ich ihn suche. Oh nein. Die Stimme des Arkham Knight ist synthetisiert. Ich kann seinen Männern Befehle erteilen. Ja, das weiß ich. Das mache ich schon länger. Es kann nicht weit sein, aber er kennt sein Luftschiff wie seine Westentasche. Wir haben den Befehl, das Feuer zu eröffnen. Hat Stack nicht dieses Ding erfunden, das sich am Panzer des Arkham Knight befindet? Den Cloudburst, ja. Wie schade, dass wir ihn töten müssen. Scheint ein cleverer Typ zu sein. Scarecrow zu hintergehen war nicht gerade clever. Was? Vielleicht nicht, aber wahrscheinlich nützt er uns lebend mehr. Welchen Teil vom Killer-Trupp hast du nicht verstanden? Oh, ich töte den alten Sack. Mach dir da keine Sorgen. Ich meine ja bloß, dass ich die Dinge vielleicht ein bisschen anders regeln würde, wenn ich das Sagen hätte. Tja, hast du aber nicht. Jetzt mach deinen verdammten Job, sonst wird der nächste Killer-Trupp auf uns angesetzt. Ja, das sieht eindeutig nach einer weiteren Predator-Herausforderung aus, aber das ist eine Herausforderung, die ich erst in der nächsten Folge von Batman Arkham Knight antreten werde. Jetzt mache ich nämlich tatsächlich eine Aufnahmepause, beziehungsweise insgesamt mal eine Pause. Ich habe ja 3-4 Stunden aufgenommen, dann habe ich mich stundenlang mit den Riddler-Trophäen beschäftigt. Jetzt nehme ich schon wieder 1,5 Stunden auf. Das ist quasi ein gewaltiger Batman-Marathon.
Und ich sollte vielleicht irgendwann mal schlafen. Die Sonne ist inzwischen schon wieder aufgegangen. Und ich war noch nicht im Bett. Vorzüge des Urlaubs, aber irgendwann ist auch mal gut. Wir sehen uns morgen in einer neuen Folge von Arkham Knight. Wenn wir diesen Raum hier von Milizsoldaten säubern und zusehen, dass wir die Spur von Simon Stagg aufnehmen. Und bis dahin werde ich mich auch entschieden haben, ob wir die Riddler-Trophäen und die Riddler-Rätsel an Bord dieses Luftschiffes jetzt gleich einsammeln oder ob ich das dann wieder separat und offscreen mache. Lasst euch überraschen, wir sehen uns. Wenn das hier vorbei ist, gehe ich in Rente. Bis dann.